Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Typisches Problem im Bereich Wohnmobile, sehr schlechte Kunststoffe, die sehen wirklich nicht gut aus. In dem Video gucken wir uns kurz und knackig einmal an, wie wir die wieder schön bekommen. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Kniff daraus mitnehmen. Viel Spaß! Wir haben jetzt hier verschiedene Kunststoffoberflächen im Bereich Wohnmobil-Caravan-Aufbereitung. Hier muss man sagen, in der Regel sind die von der Qualität nicht wirklich gut. Also ich sag mal so, diese Kunststoffoberflächen hier, muss man leider sagen, kann man in den allermeisten Fällen nicht mit Kunststoffen im Bereich Automobile leider Gottes gleichsetzen. Die sehen über die Jahre nicht mehr wirklich sehr, sehr gut aus. Auch schon teilweise bei Wohnmobilen oder Caravan, Wohnwegen, wie auch immer, die noch gar nicht mal so alt sind. Also die greiden entweder aus oder wie hier werden extrem fleckig, die man teilweise nicht mehr wirklich sauber runterbekommt oder nicht mehr schön hinbekommt einfach. Ich will euch jetzt einfach mal hier ganz kurz zeigen, wie man das wirklich schön und sauber gepflegt bekommt, dass es einigermaßen neu aussieht, ohne dass wir hier die ganzen Teile tauschen müssen. Wir haben jetzt hier schon die ganzen, also das Fahrzeug sowieso schon gereinigt, wir sind auch schon am Polieren, wir sind auch schon am Beschichten. Die hier sind trotz verschiedener Arten von Chemie nicht mehr wirklich schön geworden. Hier müssen wir also mit einer Mechanik herangehen. Und gerade im Bereich Wohnmobilpflege, Aufbereitung und, ist tatsächlich, man soll es kaum meinen, so ein Melaninschwamm wie dieser hier, also so ein typischer Zauberschwamm, der beste Freund, den man haben kann. Wir werden jetzt erstmal anfangen. Wie gesagt, sauber sind diese Flächen schon. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade das machen möchtet, wascht euer Fahrzeug auf jeden Fall einmal durch. Guckt, dass die ordentlich sauber sind. Dann nehmen wir uns hier so einen Melaninschwamm und einen Vorreiniger bzw. einen Allzweckreiniger eurer Wahl. Ich nehme jetzt dafür immer sehr, sehr gerne den Sonax Multistar. Der eignet sich meiner persönlichen Meinung nach sehr, sehr gut dafür, hat eine hohe Materialverträglichkeit. Da könnt ihr aber nehmen, was immer ihr möchtet. Wichtig hier, Melaninschwamm ist ein sehr abrasives Material. Da muss man wirklich jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht drücken wie der letzte Ochse, sondern immer mit einer gewissen Vorsicht walten lassen. Und was man sofort sieht, ist, dass der Melaninschwamm hier sich relativ schnell verfärbt. Was jetzt hier passiert ist, dass wir die oberste angegriffene Schicht sozusagen abnehmen und diesen Vorgang so lange wiederholen, bis wir ein gleichmäßig sauberes, homogenes Ergebnis erzielen. Was man sagen muss, wie gesagt, es ist ein sehr abrasives Material. Es empfiehlt sich deswegen auch nicht, das für eine Lederreinigung oder so zu verwenden. Ihr nehmt Material ab. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr Strukturkunststoff habt, wirklich aufpassen, dass ihr natürlich dementsprechend die Struktur nicht zu stark strapaziert. Weil wenn sie weg ist, ist sie weg. Die kann man danach nicht nochmal reinprägen. Deswegen immer vorsichtig rangehen, nicht mit zu viel Druck arbeiten und vor allem ganz wichtig, wenn ihr mit so einem Melaninschwamm hier arbeitet, immer feucht arbeiten. Das Ding nie trocken verwenden, sondern immer feucht. So, wir bearbeiten jetzt mal die, ich würde sagen, die Hälfte von dem Kunststoff hier damit, damit ihr seht, was ich meine. Ich denke, das Ergebnis sieht jetzt für die erste Vorbereitung, für alles, was jetzt noch kommt, sehr, sehr gut aus. Wir sehen hier schon einen deutlichen Unterschied. Die Fläche ist auch schon trocken, die Fläche ist auch schon mal entfettet, sprich wir haben die Oberfläche jetzt auch schon mal hier neutralisiert. Und ich denke, das sieht vom Look her jetzt schon deutlich besser aus wie vorher, kann man, denke ich, so sagen. Das heißt, was wir jetzt machen werden, wir werden die komplette, also alle Kunststoffflächen jetzt einmal so bearbeiten. Und danach müssen wir sie ganz wichtig im Anschluss auch schützen. Man sieht auch schon sehr gut, das Wasser hat sich schon ja, sehr ungünstig verfärbt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht, wenn wir die ganzen Rathaus-Kunststoffoberflächen damit behandelt haben. Also, würde ich sagen, in dem Sinne, wir legen los. Wir bearbeiten die jetzt einmal durch. Der Alex...
take out your candles and remember to have faith when you leave. Sit at the table with the plate that I made for you. You're ready for what's next, I hope you're thinking of you too. And if you're ready for what's next, I hope you're thinking of you too. Writing letters to myself. What it never was. Use the music just to soothe, and now it's time to grow up. All the losers tried to tell you that you weren't enough, that you needed too much. Maybe a little too tough. You shine a little too bright. Could you step out of the light? Wir haben jetzt alle Kunststoffoberflächen einmal ringsrum um die Rathauskästen behandelt. Sehen jetzt auch wieder deutlich fresher aus. Natürlich ist es so, wenn wir das jetzt nicht schützen, wenn wir da jetzt keine Versiegelung oder ähnliches drauf machen, wird das nicht so lange schön aussehen, sondern die werden irgendwann natürlich wieder dementsprechend schlecht aussehen, milchig aussehen und grauen halt nach einer Zeit aus. Meiner persönlichen Meinung nach macht es jetzt hier am meisten Sinn, gleich eine Beschichtung drauf zu machen. Bietet sich bei dem Fahrzeug sowieso jetzt an, weil das komplett keramisch versiegelt ist. Also machen wir logischerweise die Kunststoffe gleich mit. Hat jetzt den großen Vorteil, wir entfetten jetzt. Wir neutralisieren die Oberfläche jetzt einmal und wir holen sämtliche Tenside von den Kunststoffoberflächen runter, die jetzt noch drauf sind. Ihr könnt zum Entfetten nehmen, was immer ihr möchtet, das überlasse ich euch. Ihr könnt einen Paint Cleaner nehmen, ihr könnt Surfaces Cleaner Ultima nehmen, Cleaner Neutra nehmen, ihr könnt ein Wasser-Isopropanol-Gemisch könnt ihr nehmen. Das überlasse ich euch. Wichtig nur, dass ihr das entfettet, denn eine Beschichtung hält sonst nicht richtig. Das wird auch unter gewissen Voraussetzungen dann nicht gut aussehen. So. Wir haben die Fläche, die hatten wir jetzt natürlich vorher schon entfettet. Das heißt, wir beschichten das Ganze jetzt. So, ich habe jetzt hier stellvertretend Code Moonlight. Ihr könnt natürlich auch alles andere nehmen. Ihr könnt auch Code Sunlight nehmen. Das geht auf Kunststoffoberflächen sehr, sehr gut. Das Moped hier ist nur komplett mit Moonlight beschichtet worden. Deswegen bietet es sich natürlich an, die Kunststoffoberflächen dementsprechend mit demselben Produkt gleich mitzumachen. Wenn man ein bisschen Übung hat, kommen wir gleich dazu, kann man nämlich das Ganze so auftragen, dass man das nicht mehr auspolieren muss. Einfach ein paar Tropfen drauf, ruhig beim ersten Mal ein bisschen mehr nehmen. Bei solchen Flächen empfehle ich euch auch so als Tipp, nehmt vielleicht so ein Kosmetikpad, könnt ihr euch die Soede-Tücher sparen. So, gleichmäßig auftragen, wichtig natürlich Arbeitsschutz, Handschuhe und. Und dann appliziert ihr das gleichmäßig. Immer schön in gleichmäßig geraden Bahnen. Guckt, dass ihr keine Stelle überseht. So, wenn ihr das jetzt hier ein bisschen länger verreibt, so, wie hier. Jetzt können wir kurz warten und gehen nach ein paar Sekunden einfach nochmal in die selben Stelle hier mit dem Applicator, mit dem Kosmetikpad sauber drüber und arbeiten das sozusagen in die Oberfläche weiter ein. Könnt ihr das genauso stehen lassen, ohne dass ihr das nochmal mit einem Tuch oder so abnehmen müsst. Empfehle ich allerdings nur, wenn ihr so ein bisschen Erfahrung habt. Wenn ihr das erste Mal macht, nehmt das auf jeden Fall mit einem Mikrofasertuch wieder runter. Ja, ist ein bisschen erfahrungsabhängig für Leute, die schon so ein paar Beschichtungen mehr appliziert haben, für die ist es kein Thema, die haben die Erfahrung dazu. Für alle, die das jetzt noch nicht gemacht haben, denen empfehle ich auf jeden Fall, nehmt euch ein Tuch und nehmt das im Anschluss den Überstand nach ein paar Sekunden wieder runter. So. Ich kann euch erfahrungsmäßig sagen, dass wenn die Vorarbeit stimmt und wenn ihr da am Ende des Tages eine Keramikbeschichtung als Schutz drauf macht, habt ihr die längste Freude damit. Also ich habe das teilweise, dadurch, dass ich ja doch ein paar Wohnmobile und so im Kundenkreis habe, hält das wirklich Jahre. Also
Wohnmobil wird nicht so belastet wie ein normales Kfz, was ja im Jahr ein paar tausend Kilometer mehr fährt. Das hält auch wirklich sehr gut und wir haben auch eine deutliche Farbauffrischung. Wir haben auch so einen ganz leichten Glanz in der Oberfläche mit drin. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und das ist meiner Meinung nach die schönste Art, das Ganze zu schützen. Man erzielt ein schönes Ergebnis in einer relativ kurzen Zeit. Und ich denke, das kann sich so absolut sehen lassen. Ich würde sagen, wir beschichten den kompletten Rest jetzt auch noch. Da kann der Alex das Ganze so ein bisschen mitfilmen. Und dann seht ihr ja gleich das Endergebnis. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wichtig hier ist jetzt natürlich, auch hier der Beschichtung auf dem Kunststoff jetzt Zeit zu geben, dass diese aushärten kann. Mindestens also 24 Stunden trocknen lassen, dann habt ihr die längste Freude damit. Nicht unnötig mit Wasser hier an die Geschichte rangehen, sondern wirklich Versiegelung trocknen lassen, einfach um die Arbeit jetzt, die ihr gemacht habt, zu konservieren. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video. Abonniert den Kanal und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.